Aus Anlass der Vorsitzübernahme Niederösterreichs durch Präsidentin Sonja Zwatzl gab sie gemeinsam mit Landtagspräsident Hans Penz einen Empfang im Rahmen eines Festaktes im Parlament. Mir geht es darum, die EU-Kompetenz der Länderkammer zu stärken. Der Bundesrat ist der EU-Ausschuss ja gleichwertig mit denen im Nationalrat. Im Gegenteil, wir arbeiten sehr fleißig. Und mir ist es wichtig, hier die Kompetenz noch stärker rauszuarbeiten, weil wir eine Vielfalt der Regionen haben und wir auch eine Brücke der Regionen in Brüssel sind. Und wichtig ist mir auch, dass ich die EU-Parlamentarier, dass die ein Rederecht bei uns bekommen, weil es ganz einfach wichtig ist, dass wir eine bessere Sicht bekommen, wie läuft das in Brüssel ab, wie sieht man das, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir wollen auch, dass die EU mehr in das Herz unserer Bürgerinnen und Bürger kommt und weil es für uns wirtschaftlich wichtig ist und vor allem in Zeiten wie diesen, bitte vergessen wir nicht, dass es das beste Friedensprojekt ist, das es seit Jahrhunderten gibt. Es ist erfreulich, dass das Kernland Österreichs, Niederösterreich, die Vorsitzführung der Länder hat. Und wenn das dann noch eine, die aus der Wirtschaft kommt, macht und den wirtschaftlichen Sachverstand mitbringt, ist das kein Schaden für den Parlamentarismus. Ja, ich glaube, die Frau Präsidentin Zwatzl ist eine sehr erfahrene Standesvertreterin und auch eine engagierte Parlamentarierin. Und die weiß ganz genau, dass es in der Vertretung hier im Parlament nicht nur um punktuelle Interessen geht, sondern dass es Aufgabe ist, auch einer Präsidentin Konsens zu suchen und hier die Standpunkte aller neuen Bundesländer zusammenzuführen. Weil ich weiß, dass ein Zweikammersystem die verfassungsrechtliche Abbildung der Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung nicht nur ein tragendes Element in der bundesstaatlichen Ordnung halte, sondern weil es auch unser Land wirtschaftlich und sozial in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Mein zweiter Punkt, Jugend. Die Jugend ist unsere Zukunft und es ist schon unsere Aufgabe, unserer Jugend hier zu helfen, einen guten Schritt ins Berufsleben zu machen, sie zu begleiten, welche Ausbildungen für sie die richtige ist. Und da ist es wichtig, dass wir alle Initiativen, die es in den Ländern gibt, einmal anschauen, sammeln und dann sagen, was braucht unsere Jugend. Wir haben schon Vorarbeit geleistet und ich denke, dass wir bei der verpflichtenden Berufsorientierung und Bildungsorientierung in der dritten Unterstufe, dass wir hier einen wesentlichen Punkt gesetzt haben, um hier die Jugend zu unterstützen, um ihre Talente, Fähigkeiten rauszuarbeiten und gleichzeitig ihnen und den Eltern eine großartige Hilfe zu sein. Dazu kann ich ihr nur gratulieren, dass sie erkannt hat, dass die Ausbildung der jungen Leute in wirtschaftlich schwierigen Zeiten etwas ganz Wichtiges und Wertvolles ist. Und wir werden in Niederösterreich gemeinsam auch eine Enquete zu diesem Thema machen, wo wir auch internationale Experten holen werden. Und ich glaube, dass auch dieses österreichische Modell in andere Länder transportierbar ist und dass wir hier Know-how sehr wohl nach Europa auch weitergeben können. Es ist für mich jeden Tag noch faszinierend, dass ich hier in der Politik Österreichs mitgestalten darf und damit die Freude an der Politik, am Gestalten, ein Gesicht geben darf. Und diese Freude an der Politik, an den Gestalten, möchte ich auch gerne weitergeben. Das ist mir ein großes Anliegen. Denn motschkern kann man schnell und geht leicht. Aber wenn man etwas bewegen will, wenn man etwas umsetzen will, wenn man etwas gestalten will, dann muss man sich auch einbringen.